Ich glaube daran, dass wir Menschen, PartnerInnen mit Gott in der Schöpfung sind und dass wir demzufolge auch verantwortlich sind für die Schöpfung, für alles, was lebt und atmet und um uns herum ist. Ich habe ganz viele Vorbilder. Ich glaube, die erste und bekannteste ist vielleicht die erste Rabbinerin, Regina Jonas, die 1935 in Berlin ordiniert worden ist, weil sie ihren Weg gegangen ist und sich nicht hat beirren lassen von allen möglichen anderen Stimmen, die da waren und Frauen im Rabbinat nicht sehen konnten oder nicht sehen wollten. Und heute, so und so viele Jahre später, ist es sozusagen normal. Ich möchte anderen mitteilen, dass Glauben mehr ist als an Gut und Böse zu glauben. Glauben ist Handeln und Glauben ist Verantwortung. Nicht direkt. Es gibt etwas, was ich an religiösen Menschen grundsätzlich bewundere, und das ist, sich als Teil eines großen Ganzes zu verstehen. Und es ist die Fähigkeit, sich einem Korrektiv zu unterwerfen. Gott ist für mich die Instanz, die mich herausfordert, die mich dazu herausfordert, das Beste, was ich aus meinem Menschsein machen kann, im Hier und Jetzt zu tun. Jesus war ein Reformer, ein Rabbiner, ein Gelehrter, der das Judentum reformieren wollte, so wie viele andere vor und auch nach ihm und seit so und so viel Hunderten von Jahren. Tja, das wissen wir, glaube ich, alle nicht so ganz genau, weil zurückgekommen ist ja noch niemand. Ich hoffe, dass ich nach meinem Tod viele Menschen daran erinnern werden, dass es mich gegeben hat und dass das, was ich versuche, in diese Welt zu tragen, auch wie Samenkörner aufgehen wird. Meine Aufgabe als Mensch ist es, so verantwortlich, wie ich es nur kann, mit meinem Leben umzugehen und auch mit dem Leben anderer. Das ist eine ganz schwierige Frage. Wahrheit ist fast nie schwarz oder weiß. Das merkt man insbesondere daran, wenn man hebräische Texte studiert. Die sind so vieldeutig und mehrdeutig, dass man nie sagen kann, ich habe jetzt die eine und die wahre Lesart des Textes, sondern es gibt ganz viel Gesprächsbedarf auch, und das ist auch gut so.